Also wir können ein herstellen von diesen Diamantchips. Zeige ich euch gleich mal. Also Diamond. Ach, das wird ja gar nicht aufgeführt. Ah, das hieß dann anders. Das hieß nicht Chip, das hieß. Ich guck mal. Applied Logistics. Wo zur Hölle bist du? Ah, da bist du. Processor ist das. Dafür braucht man erstmal eine Processor Assembly, die dann geschmolzen werden muss. Also ein Quarz Cutting Knife, ein Diamant, ein Silikon, zwei Redstone. Quarz Cutting Knife braucht ein Netherquarz, einen normalen Quarz, Eisen und zwei Sticks. Okay. Ein davon, ein davon, ein davon. Stick, Stick. Quarz, anderer Quarz, ein Eisen. Quarz Cutting Knife. Das ist ein sehr wichtiges Werkzeug für diesen Mod. Damit stellt man fast alle Chips her. Und auch andere Kleinigkeiten. Das heißt, wir nehmen jetzt den da. Oh, erstmal brauchen wir Silikon. Ein Silikon. Dann nehmen wir dich oben. Diamant da. Silikon. Brauchen wir zwei Redstone. Ein da, ein da, ein da. Oh, ich hatte noch dezent viel Redstone dabei. Gut. Ein Advanced Processor Assembly. Und dich nehmen wir da mit. Dich sortieren wir ein. Und diese Advanced Processor Assembly, also ein Hightech-Diamantprozessor, tun wir jetzt in den Schmelzofen. Damit er besser funktioniert. Und da ist unser Alumite. Ganz schön viel sogar. Du bitte da rein. Und das Alumite können wir gleich blockweise rausholen, ha? Ne, wir holen einen Block raus und den Rest benutzen wir hier, um unser Werkzeug herzustellen. Also wir hätten gerne dich und dich. Du raus, du rein, du raus, du rein. Alumite, Alumite. Kling, kling. Du raus, du rein. Du rein. Euch wieder einsortieren. Werkzeug umbauen. Dafür müssen wir die Werkzeuge aber erstmal reparieren. Bronze. 1, 2. Müssten reichen. Du sei heil. McPickigen. Zing. Du sei heil. Okay, was hast du? Du hast ein Mining Speed von 7. Wenn ich dich jetzt umbaue. Mining Speed von 16. Also es ging mit der Bronze-Axt schon ziemlich schnell, aber mit Pink Power hier müsste das richtig abgehen. Hier Mining Speed von 7. Mining Speed von 8. McPickington. So, zeig mir mal einen Baum. Boah. Ist okay. Ich hätte ehrlich gesagt einen Ticken mehr erwartet. Weil ich bin aus anderen Mods richtig überpowerte Werkzeuge gewöhnt. Aber das gibt's hier ja auch später. So. Also ist auf jeden Fall nett, wenn man zwischendurch was machen muss. Und Laub müsste bestimmt instant gehen. Ja. Also, ne? Mindestens genauso schnell wie Bronze. Es geht wahrscheinlich gar nicht schneller. Und du bist immer noch komisch, Maschine. Ich mach mal hier ein bisschen Platz und guck, ob das damit irgendwie zusammenhängt, dass hier was so Gedöns rumliegt. Weil du arbeitest, aber du machst nichts. Ich hatte einen Weg hochgebaut, der ist jetzt weg. Ich hau oben jetzt die Cobblestone-Dinger weg. Die sehen doof aus. Und jetzt dank der Maschine müsste es eigentlich vollkommen egal sein, wie groß ein Baum wird. Der kann auch ruhig critten. Denn es wird dann einfach oben abgebaut. Das heißt, du kommst alles weg. Du kommst weg. Der ganze Weg kommt hier runter. Und eventuell läuft es dann ja. Das ist sehr komisch. Also ich weiß, recht viele Leute werden jetzt schon schreien, das liegt daran und daran, aber ich habe jetzt gerade ein paar Folgen am Stück aufgenommen, deswegen habe ich das alles noch nicht gelesen. Und ich versuche auch gerne selber an solchen Problemen ein bisschen rumzubasteln. Gehört ja auch mit zu Minecraft dazu. Also ist sogar mit der größte Teil an Minecraft für mich zumindest, dass man die ganzen Modpakete versucht zu verstehen und untereinander zu verknüpfen und so weiter. Das ist ja der halbe Spaß.
Sachen zu bauen, die schon jeder vor einem gebaut hat, ist irgendwie so, meh. Du. She leaves, no. Wirst abgesaugt hier. Hast auch genug Platz. Weißt du was, ich reiß die einfach mal kurz ab. Ah, da war Gras drin. Okay. Rohgewalt ist oft eine Lösung. Du weg, du weg. Du weg, du weg, du weg. Du weg, du weg, du weg. Also wir haben kein Barrel gehabt für Gras. Ich jetzt da oben einfach mal. Komm ich da ran? So ging es auch, aber so will ich es nicht. Ich wollte da oben drauf eine Kiste setzen, dass wenn es nicht... Also, er versucht zuerst da reinzulegen. Wenn das nicht geht, versucht er da und da reinzulegen, weil es halt röhrentechnisch ein bisschen weiter oben ist. Dann versucht er da reinzulegen, dann versucht er da reinzulegen. Und wenn das alles nicht geht, dann müsste er es... Oh, warte, wir müssen den noch einen höher setzen. Weil längentechnisch sind die drei Blöcke hier identisch. Das heißt, selbst wenn er Rubber Leaves finden würde, könnte es sein, dass er zuerst versucht, es hier reinzulegen, dann versucht da reinzulegen und packt es dann einfach in die Kiste. Das wäre doof. Also brauche ich noch ein Item Duct. Da. So. Also, Jump. 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 Au. Ja, 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 ja. Ihr seid doof. Ich will doch nur arbeiten. Lasst mich arbeiten. So, die Maschine muss nämlich fertig werden. Wir brauchen nämlich Holz. Das kann weg. Das kann weg. So, es müsste jetzt theoretisch so funktionieren. Gucken wir mal. Also schon mal falsch rum. So. Und du kriegst dein Upgrade. Wusch. Sehr gut. Alles bitte wegnagen. Euch nehmen wir schon mal mit zum Neusetzen. Und ich komme mir vor wie ein Gefängniswart. So ein bisschen Prison Architect. Aber nicht wirklich. Die hocken hier alle nur und, ja, strecken ihre Arme raus, rasseln mit den Ketten. Und alle Bäume sind weg. Jo, das hat das Problem behoben. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt nur die Setzlinge neu setzen. Von Hand. Und das ist nicht so wirklich schlimm. Du, Plattform. Wir haben eine Rechnung offen. Ein wenig unorthodox, aber okay. So, Wasser ist. Na, aha. Oh, wo die hinklettern, um. Ruhig, ganz ruhig. Trink was. Das Skelett hat mit Shift gedrückt sich einen Abgrund gewagt, um von da aus snipern zu können. Das ist schon beeindruckend, ja. Ich sollte einfach aus Jux und Dallerei hier an der Reihe überall Science hinstellen. Okay, treff mich ruhig, jetzt bin ich vorbereitet. So, das kann weg. Ja, 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 du kriegst mich nicht weggeschubst. Nicht weit genug zum Abgrund. Wo ist mein Bogen? Das Viech, der muss sterben. Bogen. Pfeile? Pfeile waren hier irgendwo. Da, Pfeile. So, komm her, du. Kann ja nicht sein. Da raffe ich mich endlich auf, diese doofe Startplattform wegzumachen. Dann sabotierst du das einfach. Weg. Weg, allesamt müsst ihr weg. Ja, weg mit euch. Piu. Stimmt, wir haben hier Scharfschützenlöcher drin. Ja, bei Zeiten können wir das probieren. Wir stellen uns einfach hier hin und töten alles. Mit Creepern zum Beispiel. Weil die machen eine ganze Menge Arbeit für uns. Und während wir hier stehen, dürfte oben im Turm nichts spawnen können, weil wir zu nah dran sind. Arrow to the knee. Also ja, das ist eine Möglichkeit, den Turm wieder in Beschlag zu nehmen. Sogar eine ziemlich... Hey,
Du bist gerade runtergefallen. Also ja, das wäre eine Möglichkeit. So, Deko-Blöcke. Was zur... Weg mit dir. Kommst du wieder hoch? Deko-Blöcke müssen weg. Weg, 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 weg. Sortieren wir mal kurz ein bisschen Tools ein. Also, du kannst weg, 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 du nicht. Du kannst weg, du kannst weg. Biozeug kannst du weg. Du weg, du weg, du weg. Dekozeug. Du Kiste wirst nicht reichen für das Dekozeug. Man braucht eine Diamantkiste irgendwann für. Kein Glas. Cobblestone können wir einsortieren. Oh, hier ploppt irgendwas durch. Oder war das nur der Dingens? Ist die Kiste voll? Nee, dauert noch. Oh, eine Gasträne. Das ist sehr schön. Und lauter anderes Netherzeug. Vor allem schön viele Quarzkristalle. Sortieren wir alles gleich mal weg. Netherkristall kriegt auch einen... Quatsch. Gasträne kriegt auch einen Platz hier. So. Du weg. Du weg. Gold weg. So. Also, ich wollte eigentlich die Plattform hier hinten abreißen. Dafür brauchen wir mehr Deko-Blöcke. Du. Genau du. Ich hätte gern Brandbomben oder sowas. Ah, nee, ist nicht gut, Holzplattform und so. Oh, gibt es einen Block, der ein... Ups. Gibt es einen Block, der einen Spieler simuliert, dass keine Gegner mehr spawnen? Oh, keine Sachen mehr spawnen. Warte mal. Magnum Torch. Wie konnte ich dich vergessen, Magnum Torch? Das Ding hier... Genau. In einem 64-Block-Radius spawnt nichts mehr um dieses Ding. Problem ist, es brauche ich teures Zeug. Ein Chandelier zum Beispiel mit 4, ne? Und ein Diamant. Aber 16 Blöcke. Wie weit ist eine von unseren Plattformen? Ich vergesse das immer wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17 mal 17. Das Ding geht nicht über die komplette Länge einer Plattform. Wenn wir also so ein Chandelier hier hinsetzen, dürfte oben fast nichts mehr spawnen. Okay, wir haben einen Diamanten, warte mal. Das ist schön, wir sind kurz davor, den Turm zu befreien. Das kam ziemlich unerwartet. Wir haben keinen Diamanten mehr. Mist. Ich habe den Chip davon gebaut. Okay, 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 okay. Aber ne, nur eine Frage der Zeit, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Erstmal hätte ich gerne dich eingesammelt. Dann hätte ich gerne daraus das da gemacht. Dann hätte ich gerne das wegsortiert. Dann hätte ich gerne die ganzen Deko-Blöcke einfach hier in die Kiste. So, hätte ich gerne eine andere Kiste. Und die kommt hier drauf. Und da kommen die restlichen Deko-Blöcke rein. So. Quarz weg. Glas weg. Flint weg. Wir haben ganz schön viel Flint, fällt mir gerade auf. Oh, und da ist ein Diamant. Sehr schön. Also Diamant brauchen wir. Wir brauchen Gold. Zwei Stück. Wir brauchen Fackeln. Das haben wir. Also. Es war so, 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 so. Chandelier. Das hat keinen 64er Radius, aber... Warum hast du keinen Text? Das ist komisch. Shift rechts, Shift links. Rechts, links, links. Ah, hier. 16 Blöcke, ja. Okay. Gut, gut. Wir müssen das Ding jetzt nur möglichst weit drin platzieren. Erstmal, nom nom. Dann sollte ich meine Rüstung überprüfen, weil ich glaube, ich habe noch nicht überall Rüstungslots. Nee, ich brauche noch Schuhe und einen Helm. Dann kann das Rohr hier weg. Eisen da. Alles her damit. Helm. Schuhe.
Du wieder weg. Also Plan. Puh, wir haben nur 17 Pfeile. Wir haben keine Federn für Pfeile. Können wir Pfeile irgendwie anders herstellen? Außer durch einen Mob-Spawn-Tower.